Ach, nur ein einzelner Angriff. Interessant. Ich hatte doch irgendeinen Trank, der alles heilt, oder? Hatte ich nicht so einen Trank? Nee. Oder war das dieser Fluch aufheben? Moment, das müssen wir eben gucken. Was ist denn, wenn ich den hier reinmache? Ich kann diesen Zauber nicht anwenden. Aber warum nicht? Wahrscheinlich gilt es dann einfach nicht als... als Fluch. Aber ich fluche doch! Es muss als Fluch gelten! Holy shit! Oh oh. Versteinerung? Balkor wiegt Versteinerung. Auf wen? Auf jeden Fall hat es mich irgendwie nicht getroffen. Autsch. Naja, ich kann ja nicht großartig was machen. Wenn er stirbt, dann stirbt er. Fuck. Tinara ist wieder bei Bewusstsein, sehr gut. Und das Ganze nochmal. Und eine himmlische Rüstung. Genau zur rechten Zeit. Warum machen wir auf einmal so wenig Schaden? Zu wenig Schaden und er regeneriert zu viel. 51, gut. Rockna ist gelähmt. Jetzt kriege ich langsam Probleme. Wirklich. Aua. Ich kriege ihn nicht tot. Tinara ist gelähmt. Ja. Was soll ich denn dagegen machen, du Wichser? Lähmung. Brennende Entschlossenheit. Kann ich aber sowieso nicht wirken. Bin gleich sowieso weg. Was ist denn mit dem Wiederherstellungstrank? Ich kann ihn sowieso nicht einsetzen, also. Klasse. Ich wollte schon immer mal dabei zusehen, wie meine ganze Gruppe geraped wird. Ganz ehrlich, das ist ein Fuck. Das ist wirklich ein Fuck. Was für ein mieser Schwanzgegner ist das bitte? Ich kann nichts gegen den machen. Ich habe nichts gegen diese dumme Versteinerung. Mann, ey. Rape Master 5000 oder was? Dabei frage ich mich die ganze Zeit, wie man jemanden ohne Penis rapen soll. Grallkor. Dabei war es gar nicht so schlecht. Wir hatten ihn ja schon fast tot. Wir müssen das Ganze normal versuchen, wir müssen einfach mehr Schaden machen. Feuer, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Feuer. Oh, er hat mich in der Brust betat. Wie kommt er wieder zu Bewusstsein?
Sage ich ja. Mann! Purim ist gelähmt und schon fängt die ganze, der ganze Spaß fängt an. Ganz toll. Mann! Schlag ihn doch mal anständig in die Fresse. Du bist ein Ork. 107 Schaden. Wow. Zu wenig. Zu wenig. Zu wenig Mehl! Zu wenig! Zu wenig Schläge! Zu wenig! Ganz toll. Ganz, ganz toll. Ja, ganz wunderbar. Fick dich ins Knie, du Wichskopf. Versteiner, versteinert, betäubt und... Ja. Ich glaube, ich habe gerade einen Screenshot gemacht. Die Screenshot-Taste auf meiner Tastatur lässt sich nur sehr schwer drücken. Deswegen muss man schon mal zum Faustschlag ausholen. Das Gute ist, wenn man seine Tastatur mit einem Faustschlag bedenkt, dass der ganze Dreck aus den Zwischenräumen auf einmal rausgeflogen kommt. Man braucht sich also nicht stundenlang damit beschäftigen, jede einzelne Taste rauszufriemeln, um sie in einem Pottich mit Wasser zu waschen. Nein, es funktioniert ganz einfach so. Nö, mache ich nicht. Ist mir zu blöd. Ist mir wirklich ganz ehrlich zu blöd jetzt. Hau ich ab aus dieser Schmiede. Ich bin gerade am Überlegen. Ich melde mich gleich zurück. So, da bin ich wieder. Ich habe einige Dinge zu verkünden. Also, ich war in Sorpigal und bei diesem fahrenden Händler. Bei dem fahrenden Händler habe ich eine interessante Schriftrolle gefunden, die ich jetzt einmal zeigen werde. Und zwar ist das die Schriftrolle des Zaubers Wasser fließt frei. Bewirkt bei Benutzung einmalig den Zauber Wasser fließt frei. Kuriert anvisierte gelähmte Gruppenmitglieder. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die grundsätzlich wirken kann, aber es sieht so aus. Und damit können wir ja zumindest schon mal drei gelähmte... Die sind doch gelähmt, oder? Oder ist Versteinerung noch was anderes? Versteinerung noch was anderes? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall können wir die damit ja im Grunde wieder freisprechen. Dann hat Borim gelernt schwere Rüstung auf Experte. Damit hat er jetzt auch diesen Rangbonus erhalten, dass er durch kritische Schaden 15% weniger Schaden nimmt, also durch diesen Schaden. Dann ist Tinara jetzt Expertin der Luftmagie. Das hat sie befähigt, einige neue Zauber zu lernen. Das wäre dieser Blitzstrahlzauber, der eben 34 bis 72 Schaden macht. Und das ist ja gar nicht wenig. Ansonsten hat sie dann noch den Zauber Klarer Verstand dazu bekommen, der eben verwirrte Gruppenmitglieder von ihrem Status befreit. Noroel hat, da sie Expertin in Erdmagie ist, auch neue Zauber gelernt. Das wäre zum einen die Stärke der Erde, die geschwächte Gruppenmitglieder von ihrem Status befreit. Steinhaut, das was diese Erdelementare auch wirken. Und Giftsprüher, eine Attacke, die alle Feinde vor der Gruppe im Grunde vergiftet und Schaden in den darauf folgenden Runden verursacht. Zusammen mit diesen Neuerungen sollten wir jetzt eigentlich stark genug sein, um diesen Grallchor zu besiegen, hoffe ich zumindest. Wir probieren es einfach mal. Würde ich sagen. Ach ja, und wir haben einen neuen Bogen, der jetzt auch Dunkelschaden macht. Also nicht mehr Feuerschaden, sondern Dunkelschaden. Wie viel Schaden macht denn der Blitzschaden? 73. Ja, Gift wird nicht viel bringen.
Wir könnten jetzt theoretisch zum Beispiel mal Steinhaut wirken. Und du machst weiter den Bissstrahl. Ja. Er macht erstmal einen schönen AOE-Damage. Die wir wegheilen. Klappt bisher ganz gut, würde ich sagen, oder? Ich denke. Das war die Hälfte. Jetzt würde ich einmal gerne den Heilspruch sprechen. No! No! Und Borim ist gelähmt. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir opfern den Zug von Noroel. Sie müsste doch eigentlich in der Lage sein. Tatsächlich, es klappt. Wunderbar. Und jetzt setzen wir den Blitzstrahl ein. Der irgendwie immer weniger Schaden macht und das macht mich nervös. Ich würde sagen, es klärt sich langsam. Der kriegt jetzt erstmal von mir einen Heiltrank. 100 sollten reichen. What? I mean, fucking what? Mann, oh. Es lief so gut. Ich hasse sowas, ganz ehrlich. Ich hasse sowas einfach. Gritz dich so schäbig, du Scheißstück. Im Grunde mache ich in diesem Versuch nichts anderes. Ja, nee, ist klar. No, it can't be. Ganz toll. No, it can't be. Ja, ganz toll. Rüstung von Borim ist abgenutzt. Dein Gesicht ist abgenutzt. Ja! 172 Schaden? Holy fuck. Kein Mana mehr, ich brauch Mana. Und du heilst mal bitte unseren werten Ork, Freund. Borim ist gelähmt. Wir wissen ja mittlerweile, wie es funktioniert. Ich würde sagen, es sieht ganz gut aus. Oh mein Gott, wir haben ihn gleich. Rocknar ist gelähmt. Alles klar. Oh mein Gott. The Raiders fought valiantly. And while they were not able to defeat Gralkor, the Stone Giant acknowledged their courage. Der Steinriese erkannte unseren Mut. Das heißt, er gibt uns wahrscheinlich jetzt Silanas Segen. Ich bin besiegt. Es ist lange her, seit Gralkor zuletzt von Sterblichen in einem anständigen Kampf besiegt wurde. Ihr seid Silanas Segen wert. Wer oder was bist du? Seid ihr taub? Ich bin Gralkor der Grausame, Fürst der Erde. Diejenigen, welche früher hier gelebt haben, wussten den Altären mit mehr Achtung zu begegnen und haben sich bemüht, sich an Namen zu erinnern. Welchen Zweck hat dieser Ort? Die Kinder vergessen zu viel und zu schnell. Dies ist die Schmiede des Frühlings, eine der vier Schmieden, die von einem Volk erbaut wurden, das älter ist als eure. Sie haben sich zu Helden gemacht, indem sie die Segnung der Drachen suchten. Doch diese Altäre hat schon seit Jahrhunderten niemand mehr besucht.
Nicht seitdem die Kinder des Lichts und des Dunkels einander bekriegt haben und die Städte der Shantiri zu Staub zerfallen sind. Auftrag, Heldenschmiede. Diese irregeleiteten Kinder haben Silanas Altar verwüstet, in der Hoffnung, den Zorn der Erde wachzurufen. Doch ihr habt den Altar wiederhergestellt, bevor Schaden entstehen konnte. Als Belohnung gewährt euch Silana den Segen, euch in ihren heiligen Wäldern bewegen zu dürfen. Vielleicht könnt ihr den Schatten der Shantiri, den Schritten der Shantiri folgen und euch zu Helden machen, indem ihr die Segnungen der anderen Drachen sucht. Alle ihre Altäre sind hier, in der Schmiede der Elemente, aber ihre Scherben wurden vor langer Zeit gestohlen und in alle Winde verstreut. Wenn ihr die alten Wege begehen wollt, sucht nach den verlorenen Scherben und bringt sie hierher zurück. Das seid gewarnt. Es wird andere Prüfungen geben. Das ist sehr interessant, muss ich sagen. Und wahrscheinlich, wenn wir alle Segen der Drachen erhalten haben, können wir oben, ganz oben auf diesem... War das das Dach? Jetzt muss das Dach gewesen sein. Da gab es ja diese große Steinscheibe mit diesen Pfosten, die die verschiedenen Magie-Schulen symbolisiert haben. Da werden wir wahrscheinlich irgendein Portal oder sowas öffnen. Silanas Segen steigert den Widerstand aller eurer Gruppenmitglieder gegen Erdmagie um 5. Das Geschenk des Elementardrachen der Erde befähigt euch außerdem, Wege durch Dickichte zu finden, wo andere scheitern. Okay, das heißt, wir können jetzt auch Wege ausfindig machen, die vorher nicht auszumachen waren. Außerdem Stufenaufstiege. I like it. 40 Macht und wie wär's mit etwas Wahrnehmung? Bei dir wäre Wahrnehmung auch nicht schlecht und ein bisschen Macht. Noel ist noch keine Stufe aufgestiegen. Magie, Vitalität. Interessanterweise übrigens, die Sandalen, die Noel umhat, bringen jetzt auch plus 8 Magie. Und das ist für sie ziemlich wertvoll. Das macht sie eine ganze Ecke besser im Zaubern. Ja, hier können wir jetzt nicht viel machen bei Rognar. Wir gehen mal auf Kriegsführung. Das können wir übrigens auch lernen bei, also den Expertenrang können wir lernen bei Caldwell. Ist das Caldwell, der mit den Waffen in Sorpegal? Ich glaube ja. Den anderen Punkt spare ich mir jetzt. Den behalten wir dann einfach noch. Du kannst bei Axt auf Meisterschaft gehen. Und schwere Rüstung einen Punkt hoch. Und du wirst Lichtmagie hochbringen und Luftmagie. Sehr schön. Ich nehme an, dass ich da oben trotzdem noch nicht hin kann, oder? Doch. Pulsierende grüne Flüssigkeit müsste erdresistent sein. Ja. Was ist das für ein komisches... Wow. Wow. Krass. Das muss eigentlich die Schatzkammer der Erde gewesen sein, so habe ich das jetzt verstanden. Unsere Aufgabe ist es also, diese ganzen Scheiben in der Welt draußen zu finden. Und die Elfen haben laut Gralkor tatsächlich versucht, den Zorn der Erde heraufzubeschwören. Aber warum? Was steckt dahinter? Irgendjemand will das Gleichgewicht der Welt auseinanderbringen. So scheint es mir zumindest. Und wir müssen das irgendwie verhindern. Findet die Scherbe des Wassers, findet die Scherbe der Luft des Lichts. Oh Gott. So viel. Erstattet John morgen Bericht. Ja, das werden wir auch tun. Aber erstmal rasten. Ich habe jetzt so viele Gegenstände gefunden, die es zu identifizieren gilt. Krass. Die Dungeons haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal abgeschlossen. Das bedeutet, dass wir uns jetzt so ein bisschen in der Oberwelt fortbewegen können. Und mal schauen, was uns dort noch begegnen wird. Ich denke jedenfalls, es wird einige Zeit vergehen, bis wir eine weitere Elementarscheibe finden werden. Und dort werden wir uns dann wahrscheinlich auch gegen die jeweiligen Elementarlorde wehren müssen. Wir müssen, ja,
den Kampf gegen sie bestehen und es wird wahrscheinlich nicht einfacher. Aber cool gemacht auf jeden Fall, gefällt mir sehr gut. Ich denke, so sehr verskillt habe ich meine Gruppe auch bisher nicht. Gralkor war aber bis jetzt ohne Zweifel der härteste Feind. Ja, guck mal, wir sehen nämlich jetzt hier auch, dass auf dem Altar der Erde ein Gegenstand liegt, der bei den anderen Sachen nicht liegt. Und von dem Altar aus geht auch eine Ranke bis nach ganz vorne. Ich weiß nicht, was sich dort am Ende öffnen wird, aber irgendwas wird sich da öffnen. Ist ja gut, Lev. Wir haben kapiert, dass du deine Armbrust gerne als Presslufthammer benutzt. Ja, wir wollen hier abhauen. Sehr nice. Ich glaube, als nächstes gehen wir dann erstmal nach Sorpegal.